Hallo YouTube, schön, dass ihr da seid zu einer weiteren Folge Adventskalender Haus Nummer 24. Moment, oh, die Kamera sitzt nicht richtig. So, Haus Nummer 24 ist es. Ja, heute. Und bevor wir anfangen, wollen wir euch natürlich ein frohes Weihnachtsfest wünschen und ein Liedchen trillern, richtig? Welches Lied? O Tannenbaum. O Tannenbaum, okay. Dann? 3, 2, 1, O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Applaudieren wir uns doch mal selber. So, aber jetzt kommen wir zum Adventskalender und machen heute die Nummer 24 auf, oder? Ich. Okay, dann machen wir hier erstmal hier den hier ab. Vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Oh. Warte mal, jetzt guck mal, das hat die Mama zugeklebt. Unser Engel. Ne? Mama ist unser Engel, ne? Ja. Ich sag, dann legen wir das mal rein. Eva ist der Mann heute. Ja. Aber Mama ist unser Engel, ne? Ja. Unser kleiner Süßer. Ja, deine Backnase, Papa. Na, das sagt man nicht. Ich meine nur mein Bauch. Ja, du meinst deinen Bauch, aber du hast was ganz anderes gesagt, oder? Ja. Das macht man nicht. Das ist nicht schön. Heute ist Weihnachten. Ne? Ja. Ja. Uiuiuiui. Uiuiuiuiui. Sollen wir das mal auskippen? Ja. Du Ding. Okay. Wir tun mal unseren Trecker beiseite. Und dann kippen wir das mal hier hin. Boah, Wahnsinn. Cool, ne? Ja, so. Aber, meine Lieben, das ist nicht alles. Denn wir haben, es ist ein kleines Missgeschick, möchte ich es jetzt mal nennen, passiert. Und das haben wir natürlich schon ausgebessert. Da gab es mal eine kleine Lieferung von Revell, ne? Und dementsprechend haben wir das Teil auch nachbestellt. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie das hier funktioniert. So, aber erstmal, Luca, das Bein hinüber und richtig hinsetzen, weil sonst geht das nicht, oder? Ja. So, gut. Dann legen wir das jetzt erstmal an der Seite. Ja, und fangen, würde ich sagen, mit der Motorhaube an. Das wäre diese hier. Diese hier heute. So. Fangen wir mit der Motorhaube an, die müssen wir jetzt ein bisschen verzieren. Da müssen wir ein bisschen was drauf machen und dran machen. Genau, aber da muss erst noch was dran. Ja. So, und zwar, als erstes kommt da der kleine Fendt-Pünüppel dran. Jetzt müssen wir mal gucken. Na? Oh, Papa hat wieder zu große Finger. Und Papa braucht seine Zange. Moment! Werkzeug kommt, ihr kennt es ja. Ne? Haben wir Werkzeug immer parat hier. Alles kein Problem. Den ganzen Kram hier erstmal ein bisschen sauber knipsen. So, einmal. Was, wie bei Silvester. So, und jetzt gucken wir mal. Oder Papa? Was denn? Wie bei Silvester. Silvester? Ja, bald. Ja, Silvester ist auch bald, ne? Ja. Das ist wohl wahr. Und bald ist mein Geburtstag heute. Ja, und dein Geburtstag ist bald. Das ist auch richtig. Aber das ist ja jetzt egal. Ne? Wir haben ja jetzt erstmal Weihnachten, oder? Ja, und nach ist mein Geburtstag. Genau, das muss ja keiner wissen. Das bleibt unser Geheimnis. Oder? Aber heute auch. Ich darf nicht runterzählen.
Genau, ihr dürft das nicht der Lotta erzählen. So. Und nicht Hanna. Warum denn nicht der Hanna? Auch nicht. Auch ein Geheimnis. Achso, ist auch ein Geheimnis? Ja. Aber nur Mama. Muss ich mal kurz was gucken. Und Mama selber. So. Machen wir hier erstmal die Verzierung drauf. Ja. Oh. Guck mal, nicht mal kennt, sonst kriege ich das da nicht rein. Nein. Nicht daheim. Wir machen nur mit Pop. Nicht wackeln, bitte. So. Ja, Popo. Das ist aber Popo. Ja. Okay, warte. Zack. Und weg ist er. Und verschwunden. Irgendwo in den Katakomben. Was toll. So. Dann machen wir jetzt noch die Verzierung hier drauf. Heute. Ja, da unten sitzt er. Ja, was, da. Was toll. Das alte toll. Ja, warum hat der Papa sich den neuen Stuhl geholt? Weißt du das? Ja. Warum denn? Ich bitte dich. Luca, kannst du jetzt bitte ruhig sitzen bleiben? Das wackelt mir hier zu sehr, bitte. Ja? Geht das? Ja. Das wäre super, mein Schatz. So, ja, es ist ein bisschen knifflig, also wenn ich jetzt ein bisschen leise bin, es tut mir leid, aber ich muss mich hier so ein bisschen konzentrieren, dass ich mir nicht in die Finger schneide.
So. So, dann kommt hier vorne noch das Schwarze dran, das ist fürs Nummernschild. Das machen wir aber alles in Ruhe dann noch fest und dann schauen wir mal weiter. Ne? So. Ja, da kommt das Nummernschild dran. So. Und jetzt wird es ganz interessant, weil, also die Motorhaube kommt jetzt hier oben drauf. Ja. Das ist dieses Problem, warum diese Teile nicht festbleiben. Keine Ahnung, aber wie versprochen, ich werde euch das ganze Teil noch mal zeigen, sobald wir alles zusammen haben. Jetzt fällt hier die Hälfte wieder ab. Das werde ich definitiv festkleben. Weil, also das ist überhaupt nicht schön, wie das hier festgemacht werden soll. Das macht überhaupt keinen Sinn, vor allem weil es nicht hält. Genauso wie hier unten. Da hat man dann so um vorne was dran zu machen und dann fällt das alles ab. Das macht überhaupt keinen Sinn, das so festzumachen. Ja, und von daher, da werde ich aber nochmal mit Revell bestimmt drüber sprechen. Auf jeden Fall, weil da finde ich, das ist doch nicht so schön, wie man sich das erhofft hat. Hier steht noch was über. Das machen wir nochmal weg. Dann gehen hier echt einige Sachen immer wieder raus und es macht keinen Spaß. Also es macht überhaupt keinen Sinn auch. So, jetzt machen wir das Teil auf, denn das ist für den Heckanbau hinten. Ja. Da kommt noch ein Teil nach, was leider verloren gegangen ist. Beziehungsweise es werden noch drei Teile nachkommen, weil auch was natürlich kaputt gegangen ist und ich das natürlich auch ganz haben möchte. Weil ich zahle nicht umsonst so viel Geld für so einen Trecker. Ne? Auch wenn es nur ein Modell ist, aber dann soll es doch alles vernünftig auch sein und dann muss auch die Qualität dementsprechend stimmen. Und in der Regel, so kenne ich es von früher noch, war Revell eigentlich, was die Qualität angeht, immer sehr zuverlässig. Aber bei dem Click and Easy, jetzt einfach nur von dem Fendt gesprochen, finde ich, ist es doch sehr schade, dass die Qualität da so verloren geht. Ne? Also man merkt, okay, sehr viel Detailarbeit auch daran, gar keine Frage. Aber
halt für das Maß, für den Maßstab, ja, so wie der Dolz jetzt hier steht, ist, sind die Teile einfach viel, viel zu filigran, finde ich. Das ist aber auch nur meine Meinung. Da darf jeder gerne seine Meinung vertreten, wie er möchte. Ja? Und ich kann dann nur sagen, also ich finde es zu fein. Für meinen Teil. Aber wie gesagt, das muss jeder dann selber für sich entscheiden. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier funktionieren soll. Geht das jetzt da ab? Ja. Also einmal da. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Einmal da. So, dann haben wir das weg. Dann müssen wir noch das wegmachen. Und das wegmachen. So. Und das jetzt kommt hier unten dran. Jetzt wird's lustig. Müssen wir jetzt einmal. Was ich auch schon wieder totaler Blödsinn finde, weil guckt mal, das Teil muss jetzt hier unten dran. Das erste Loch ist schon an dem Rad, das zweite Loch ist an dem Rad und die beiden anderen sind in der Mitte. Die trifft man gut, aber alle anderen, also wenn es doch click and easy sein soll, warum dann so kompliziert? Ohne Flachs. Und vor allem, das muss ich euch zeigen. Guck mal, das kriege ich. Also ich habe schon lange Wurstfinger, ja. Aber jetzt stellt euch mal einen vor, der Kfz-Mechaniker vielleicht ist. Okay, der kann sowas. Aber der vielleicht noch mal größere Finger hat als meine Wenigkeit. Ey, nee. Und so einen alten Stahlarbeiter. Der ist ja komplett grobmotorisch. Aber, was ist jetzt abgegangen? Jetzt ist die, okay, jetzt ist die Sitzbank abgegangen. So, und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten, hier, und zwar hier, diese Stange, hier fehlt die Stange noch auf der Seite, die kommt aber, die ist auf dem Weg, ja, das Teil kommt, das wird dann eingebaut. So, jetzt muss ich hier oben drücken, damit das fest dran ist. Hinten ist es schon wieder abgefallen, also, wie gesagt, Sinn macht es nicht. Und hier seht ihr, hier ist es abgebrochen. Ne? Also haben wir das Teil einmal neu bestellt. Alles gut. Kein Problem. Ja? Aber jetzt fällt hier die Hälfte schon wieder auseinander. Was ja dann ist. Ach. Nee, also. Das Teil ist sehr, sehr filigran und die Bauanleitung meines Erachtens ist einfach
so von den Schritten her und von den Teilen her einfach nicht richtig zu montieren. Es macht so keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Aber dazu wird es dann auch auf jeden Fall nochmal ein Video geben. Ich ärgere mich hier gerade echt und werde da aber nochmal, wie gesagt, Revell auch anschreiben. Das muss einfacher gehen, weil für diese Größe an Schlepper, was wir da jetzt an Teile auch nachbestellen mussten. Man muss dazu sagen, okay, sie sind alle kostenlos, gar keine Frage. Aber es kann ja nicht sein, dass diese Teile dann einem nach dem anderen hier wegbrechen, so wie jetzt hier. Das ist ja, das macht doch keinen Spaß. Wer möchte denn so sein Modell zusammenbauen, wenn er alle fünf Schritte neue Teile bestellen muss, weil das kaputt gegangen ist? Das macht null Sinn. Aber überhaupt nicht. Ja, ich weiß, die meisten merken jetzt, boah, der ist ja nur am Meckern. Nein, ich bin nicht am Meckern. Ich freue mich, aber ich möchte euch auch aufzeigen, ey Leute, das muss anders gehen. Und bevor Revell das nicht ausbessert, würde es meine Meinung, sollte Revell, braucht ihr euch sowas nicht kaufen. Also dafür ist das Geld einfach zu schade. So, ne, also die kleinen Ausbesserungen, die müssen wir noch machen, ganz klar. Und die Decals müssen auch noch dran gemacht werden, auch ganz klar. Decals werden aber im Offstream dran gemacht. Aus dem einfachen Grund, ich warte jetzt noch die Ersatzteile ab, die noch fehlen. Werde die dann noch einbauen. Werde das Ganze dann montieren, vorkleben. Das, was defekt ist, werde ich dann noch, oder was schnell abfällt, werde ich noch kleben. Und dann gibt es dementsprechend auch nochmal das Feedback-Video zum Adventskalender 2020 zu unserem Deutz D30. Auf jeden Fall, also es ist ein sehr schöner Schlepper. Ich zeige ihn jetzt nochmal von vorne, auch in seiner vollen Pracht. Natürlich hier an der Seite fehlt natürlich dann noch der Scheinwerfer. Der wird drangeklebt, alles mit der Ruhe. Das machen wir dann auch. Das machen wir ganz in Ruhe jetzt im Offstream, dann über die Weihnachtstage. Und ja, das soll es dann auch schon gewesen sein von meiner Seite aus. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, habt eine schöne Festzeit mit eurer Familie. Ja, vor allem natürlich, lasst euch reich beschenken, habt ein paar schöne Tage und ja. Futtert euch voll. Der Winter ist da, ne, Luki? Ja. Wir machen jetzt noch mal Folgendes. Wir ziehen jetzt mal das Bild hier noch einmal ein bisschen größer, damit wir den kleinen Deutz noch ein bisschen mehr im Bild haben. So. Ne? Ja. Dann sieht das Ganze auch schon wieder viel schöner aus. So. Ja, und ich würde sagen, ja, das war's dann jetzt auch. Den heute. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Beziehungsweise, ihr wisst ja, unsere kleine Alpenfarm jeden Tag 18.15 Uhr. Ja. Über Weihnachten und Silvester wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden. Ja. Aber wir versuchen natürlich, oder ich versuche natürlich, euch noch so ein bisschen was dazu zu geben. Ne? Ja, du kannst gleich auch noch mal mit ins Bild. Wir machen gleich auch den Schlepper noch mal was kleiner wieder. Aber dass ihr dann natürlich auch was zu gucken habt. Und wenn ihr sagt, okay, nee, jetzt reicht's mir auch, dann natürlich guckt ihr was anderes. Ist ja gar kein Thema. Aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Möchtest du noch was sagen, Luki? Nein.
Ja? Guck mal. Was sagst du denn zu unserem Schlepper? Tot. Sieht gut aus? Ja. Ja? Immer. Ich wollte da mal. Ja, das machen wir mal in einem anderen Video. Das gehört da nicht hin. Okay? Aber, was hältst du denn davon, wenn wir noch ein Lied singen? Kannst du noch ein Weihnachtslied? Nee. Kannst du kein Weihnachtslied mehr? Okay. Meine Lieben, Dankeschön fürs Zusehen. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich bei euch. Euer Kolke. Bleibt gesund und frohe Weihnachten. Und ein gutes Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr sehen. Ciao.